Scheiße drauf. Mann! StundenTV mit neuer Runde im Kuba Commerzbank Cup. Diese Bavarian Race Serie. Spezielles Turnier. Alle in einer Gruppe. Immer so zwischen 12 und höchstens 16 Teilnehmer. Gespielt wird, egal ob A-, B- oder C-Klassenspieler oder D-Klassenspieler, in der ersten Runde zugelost. Einer mit dem höheren Wert gegen einen mit dem niedrigeren Wert. Die Chance war da. Schön. Und dann geht's weiter. Die Sieger orientieren sich nach oben, die Verlierer nach unten, werden dort wieder zugelost. Insgesamt 6 Runden und dann ergibt sich nach diesen 6 Runden in der Regel ein ganz gutes Bild, auch eine Reihenfolge. Wer das Turnier gewonnen hat, Platz 1, 2, 3 und so weiter. Und diese Turniere finden bayernweit statt. Am Ende der Serie, am Ende des Jahres, ist jeweils eine große Finalveranstaltung in Ruhpolding. Und hier ein Bild mit Paul, ein begeisterter Koba-Spieler, überhaupt ein ganz großer Tischtennis-Fan. Michael Lachmeier. Ich hab's geahnt, das kommt mit aufs Bild. Das war, glaube ich, geahnt. Spiel zu, ich glaube, 1420 Punkte, DDR-Punkte in dem Dreh. Das Ganze findet hier statt, in der Tischtennishalle der Wolgersdorfer, organisiert von Michael Schüller. Hier sehen wir ihn bei der Arbeit. Die Nummer 1 der Wolkersdorfer. Und der ganz große Champion dieser Serie im letzten Jahr spielt auch mit. Das ist Matthias Ulrich vom Sportbund Versbach. Der hat letztes Jahr diese Endveranstaltung in Ruhpolding gewonnen. Das Maß aller Dinge im Koba Cup.